20. Außergewöhnliche Willenskraft. Ich hätte gerne die Stärke, Koja. Präzision. Kritische Trefferwertung 50. Geschwindigkeit 50 Dämmerwertung. Große Werte 6 auf alles. Hm. Ja, mit Stärke ist schlecht, ne, weil es gibt's nicht. Das muss es geben. Nee, das fällt auf Handschuhen, aber nicht auf. Weil sonst hätte Lederverarbeitung viel zu großen Bonus. Das ist ja auch sein einziger Bonus, den er kriegt. Aber 130 wäre viel zu viel. Kriegt er nicht 130 Angriffskraft? Nee, nee, Beweglichkeit bzw. Stärke. Sicher, dass das nicht auf Handschuhen ist? Yep. Muskelkraft hätte ich 12 Stärke wäre. Ach, ich weiß es. Das wird ein Rezept für Kristalle sein. Kann sein, ne? Erhebliche Stärke. Sollen wir hier warten oder mitkommen? Komm mal ruhig mit. Mal Stromkristalle gekauft. Ich erinnere mich an Zeiten, da hat einer so viel gekostet. Ich erinnere mich an Zeiten, da habe ich mal 10 zu dem Preis gekauft, ja, also zu 10.000 Gold. Und die zum doppelten Preis verkauft. Oder auch was immer. Das waren Zeiten. Wo fliegt ihr? Zum Verzauberungskunstmeister. Sucht ihr was Bestimmtes? Oh, Scooby, auf Umhang kann ich ja große kritische Trefferwertung machen. Hm. 15 mehr. Habe ich himmlische Splitter denn? Habe ich nicht. Den habe ich auch schon für Eroberungspunkte. So, erstmal systematisch gehen wir hier mal durch. Armschiene. Ja, das Tempowertung-Ding. Oh, da war ich himmlische Splitter ganz viele. Du hast nichts mehr zum Disenchanten für mich? Mhm. Ich mehr noch Gold. Fuck. Gold? Ja. Ja, am Deck ist es. Sehen wir gleich von den Sachen, die wir jetzt erstmal wirklich brauchen. So, also auf Armschiene hast du noch gar nichts drin. Jupp. Wie heißt das denn? Die Stärke, Ding? Mhm. Mächtige Stärke. Hm? Und wo gibt's das denn? Seite 2. Ist nur für Handschuhe. Ah ja, stimmt, war der erhebliche Stärke hieß das. Wird nicht weit kommen, gibt hier nur 2 für Armschienen, die sind beide nicht. Ist doch komisch. Erhebliche Stärke ist das mit 12, oder nicht? Der Lich King sein. Nicht laut im Internet. So, erhebliche. Holy shit, ist das nochmal der. Und Journal. Muskelkraft gibt's nur, das macht 12. Das will sie nicht, ja?
Da musste ich mit kritischer Trefferwertung begnügen. Erstmal, bis das Ding gefunden wird, ne? So. Armschienen bitte. Ach Gott, ich muss echt lernen, das Handelsfenster zu öffnen. Nein. Doch. So. Was hast du auf Armschienen da? Das ist gut. Gib mir Tempowelle. Jo, das haben wir auch vor. Handelsfenster öffnen bitte. Mit dem Schwester. Mit dir. Wieso kannst du das nicht selber? Weil ich im Verzauberungsding drin bin. Nein, Gott. Ja, was ist denn das Argument, dass du es nicht machst? Aber was hast du am Schienen? Mein Argument ist wenigstens besser als null. Nein, kleine Motte, nicht gegen die Wand fliegen. Oh. So. Was nehme ich denn für mich? Ja, ich cringe total. So, Handschuhe. Bei buff.de steht, dass das ein Cutter-Drop ist, ein Random-Drop. Das kann sein. Der eine schreibt, wird bei uns im Auktionshaus 35 bis 50k gehandelt. Ich kann mir nicht vorstellen. Braucht ihr etwas? Schönen Tag auch. So. So. Aha, erhältlich von. Uldum und die Charge hat noch ein. Oh nein, Mathe, doch nicht in die Lampe fliegen. Das mögen die. Die ganzen Staubholze daraus. Oh. Würde das bei mir mal, würde die ganzen anderen Matten raus. Die ist auch so gemacht. Ich komme wieder. Kennst du das Gefühl, wenn du nicht weißt, ob du gerade irgendein Vieh halb verschluckt hast? Mhm. Warte, merkt man aber doch, oder? Ein Raptor? Ja, ich denke schon. Höchstwahrscheinlich. Sicher bin ich mir nicht. Na, jetzt ich das zuerst kaufen. Himmlische Splitter. So. Jetzt gehen wir her mit den Handschuhen. Oh. Oh, hat jemand zwei große himmlische Essenzen vielleicht? Nope.
So, hat jemand vielleicht 200 Gold? Mhm. Nope. Okay. Sind deine Handschuhe schon top of the tops gewesen? Ne. Und wie weit sind die? Die Season 9 Epics. Weil die Verzauberung kostet in etwa 1000 Gold. Das Rezept hat mir schon 500 gekostet. So, Vanessa zuerst. Yep. Ach, die, da ist schon 50 Tempo-Wertung drauf. Okay, Scooby, du kriegst erstmal die abgespeckte Version. 15 weniger. Das ist das, denke ich, 800 Gold Unterschied wert. So. Ich hab Tempo werden. Nicht, Hose nicht, Stiefel. Vitalität der Irden, das wird euch noch gebessern. Für das nicht. Hast du schon Vitalität in die Irren? Braucht Vanessa das überhaupt? Was macht? Ne, brauchst du nicht. Tempowertung brauchst du. Hast du schon drauf? Mhm. 50 Tempo, oder? Mhm. Okay. Ringe geht nicht, alles fertig. Dann Waffe. Waffe schon drauf. Dann sind wir durch. Ja. Soll ich uns eintragen? Ja. Also, wenn wir haben uns das so gedacht: Du gehst in den meisten Kämpfen auf den Healer. Mhm. Ne? Mhm. Setz nicht Swangelight so früh ein, das muss. In der Todesentscheidung. So. Und Scooby geht auf den DBS. Und zum Beispiel hier diese Eisketten nicht vergessen und so. Ne? Und du machst das. Und dann brechen. Okay, ich wollte es nur gesagt haben, sonst kommen wir. Woher soll ich das denn wissen? Das werde ich dir dann nochmal. Primär. Nicht primär, sondern präventiv. Ne? So wie wir auch in Afghanistan sind, damit die keine Atombomben bauen. Hm. Wara. Ich bin Wara. Okay. Ich bin cooler. Geil.
Stone Banner ist der Einzige, der mich versteht. Na, Stone Banner. Hm? Was? Was? Oh, bist verwirrt. Oh. Fokus, bitte. Fokus? Ich bin Fokus. Oh, bist verwirrt, ne? Okay. Whatever. Konzentrier dich. Und das ist ein Rest. Okay, ich nehme mir den Krieger. Scream nimmt den Krieger, du nimmst den Schaman. Ja. So, ich stand mal den Resto, ist gestunt. 4, 3, 2, 1 und Strangulate. Okay, jetzt nicht mehr. Wir brauchen Segen der Macht wieder. Ja. Krieger gestern. Okay, Strangulate, wenn du hast. Ist noch nicht. Okay, ich komme mit dem Stun hinterher. Stun ist drauf. Heal ist durchgekommen. Ich geh kurz mit auf den Schaman. Okay. Okay, Krieger down. Oh nice. Ich hab ja nicht mehr. Okay, du wartest nächstes Mal, bis ich sage, dass du Strangulate hast. Okay. Da war das? Oh. Ich sehe das manchmal irgendwie nicht mehr drüber, das ist komisch. Kann der Schamanen schon auch? Ist er wahrscheinlich auch. Uff, nice Damage Scooby. Thumbs up. Krass viel Damage dieser Warlock gemacht hat. Er konnte auch auf einmal 3 Damage machen. Oh. Ach, und ich nicht? Das war ein schwieriger Kampf. Mm.
Schaman hat ziemlich gut Arbeit. Ich hoffe, um ihn runterziehen zu können. Ja, das geht oft nicht. Das hat Skrull auch schon gemerkt. Was denn? Dass die nicht unbedingt runterziehen kannst als Todes. Ja, da wissen die echt, was knapp an der Kante stehen. Man muss wissen, ziemlich alle Arenen sind zu unserem Nachteil konstruiert. Weil überall ist was im Weg. Ich find's cool, wenn man mit diesem Sprung von den Kriegern wieder hochspringen könnte. Aber ist es dann kein Pfad verfügbar? Ich versuche nächstes Mal die Totems auch besser wegzukriegen. Ja. Manchmal hilft es ja, wenn man so im Vorbeigehen Auto-Hit drauf macht. Die meisten haben ja nur 5 HP. Ich mach meistens mal Lichtwirt. Ja, das ist auch nice. Ich glaube auch alle, die 5 haben, sollte man wegmachen und die, die mehr haben, eben nicht. Die haben, glaube ich, mehr, damit man sie nicht aus Versehen wegmacht. Kann sein. Nur die PvE-Noobs. Und ich hätte das Shitty-Ding öfter mal vieren müssen. Ach so, dieses Pet. Fellhunter. Von dem 3-on-3 würde ich das nicht nehmen, weil jemand zu viel Zeit hat. Jupp, das denke ich auch. Aber man hat gesehen, in einer Phase hatten wir alle zur Hälfte da. Der muss Panik gekriegt. Denn er schließt kein Parler. Wie auch immer der Warlock da war, ne? Der ist ja ganz am Ende da. Ne? Aber trotzdem war er mit zur Hälfte da. Achso, das ist ja der hat Dings da gemacht. Ist der Pader? Der... Nee, ist ein Retri. Ich gehe auf den Todes, oder? Ist ein Rogue? Ist das ein Rogue? Nee, ist ein Druide. Okay. Ist der Druide denn hier? Ja, Vanessa, du nimmst den Druiden. Oh, ich bin gesilenced. 5 Sekunden noch. Schützt sie. Ist sie safe? Ist der ich? Jetzt. Oh. Hä? Gott, ich check den Kampf so nicht. Oh, ich hab mich unterbrechen lassen. Todesritter ist eigentlich in Waffen. Glaube. Ich glaube es. Ja, ich habe nichts mehr, um dich zu schützen. HP-Buff gebe ich dir noch. Ich zieh mir aus auf Weber, ne? Ich hätte. Petri ist gestern. Druide hat Anregen benutzt. Nein! Ah, weißt du, bin nicht mehr in meine Bubble reingekommen. Boah, Strangulate. Jetzt. Fucking Bubble. Hey, warum ist er jetzt voll? Ach, war das der Pane? Ja, der Todesritter ging so down. Aber nice damage. Genau. Damn, war das ein scheiß Kampf. Was macht man besser? Vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich auf den Retri gehen muss. Ich weiß nicht, ob du überhaupt in dem Kampf auf einen DPS gehst. Ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht einfach anders gespielt hätten, wenn wir beide auf den Druiden gegangen wären, weißt du? Ja, anders vielleicht, aber besser. Naja, also besser in dem Szenario dann. Weil so mussten sie den Druiden nur ein bisschen vor Vanessa schützen. Und die hätten noch genug Cooldowns, glaube ich, gehabt, um ihn von mir auch noch zu schützen.
Aber ich glaube, ich hätte den Reh trainieren müssen, weil wenn der Todesritter down geht, dann geht er down, weil der macht trotzdem seinen Damage. Aber der Reh-Tree versucht sich damit Bubble zu retten und macht in dem Moment viel weniger Damage. Ja. Wenn das dann noch in seiner Cooldown-Phase kommt, dann schon eine heiße Phase überlebt. Ich hatte jetzt down zu gehen, wenn ich noch eine Bubble habe. Manchmal ergibt sich das. Schade, dass ich meinen Heal nicht auf dich machen kann. Ja, weil im Prinzip war es unnötig, dass ich gestorben bin, weil ich hatte auch noch meinen Kampfmeister. Oh, der Kampfmeister. So, inzwischen nehme ich den eigentlich ganz oft. Besonders Raids. Um Maximum HPS zu kriegen. So, okay. Wir machen es diesmal besser. Aber sonst, das mit der Aufteilung ist eigentlich nicht schlecht. Klappt jetzt nicht schlecht. Ja, wir machen damit viel mehr Druck, das stimmt. Nur gegen Pala weiß ich nicht, da sollt ihr, glaube ich, beide auf eingehen. Sonst kriegt er Heal umsonst. Was war? So, beide auf den Pala. Ich hab ihn gestunt. Bubble. Und er ist in der Bubble. Bubble ist weg. Stun. Ich bin außer Range. Hast du Strangulate? Strangulate. Und here we go. Und Bastard. Und Hunter.